Ich bin gerade aus Hamburg zurückgekommen und dachte, ich fange an zu vloggen. Heute ist Freitag. Der Dennis hat hier alleine die Stellung gehalten. Gell, Schatz? Mit der Malia. Hat gut geklappt. Oder? Claro. Claro. Und ich habe hier gerade ein Paket, das habe ich jetzt gerade auch geöffnet gleich schon. Und zwar ist das was, was ich als Kind selbst gerne gehabt hätte. Das ist ein Bällebad. Ein Bällebad für zu Hause. Mega geil, oder? Hier steht auch schon, liebe Patricia, wir freuen uns, dass ihr euch für ein Bällebad aus unserem Haus entschieden habt. Und das sind die Bälle. Ah, aber ich glaube, das Bad ist noch nicht da. Wir können sie aber ja auch hier reinsetzen. So eine zieht. Wow, Schatzi, klasse. Das kommt in so einem Bällebad. Cool, oder? Hättest du es auch gern gehabt? Toll, Schatz. Sowas hätte ich auch nie. Ah, jetzt gibt's Abendbrei. Der ist von Alete und der schmeckt nicht so gut für die Mama, aber für die Mali. Der Dennis hat für uns Essen geholt. Einmal Ayran. Ah ne, ich habe einen Ulu da. Ulu da. Ulu Ulu da. Ulu da. Ulu wo? Und Ayran. Die Milo ist auch da, der Milo. Braucht auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Hast du es auch selber bestellt, Schatz? Wie meinst du? Ich habe eben erzählt, ich dir eine Geschichte. 5 Minuten lang und du bist nicht. Ja, meins habe ich ja, weiß ich ja. Aber du bist ja deins. Ja. Ich habe gedacht, du hättest auch eins, aber ja. Nee, nicht vorher. Dennis hat einen Döner und ich habe ein Lahmacun. Macaroni und ja, Gemüse. Alternativ, wie kann man Lahmacun aufnehmen? Wie? Weißt du? Ja. Was denkst du? Dürüm. Nein. Wieder? Und wisst ihr was, in meiner Schwangerschaft habe ich den gegessen und dann noch Dennis seinen restlichen Döner, gell, Schatz? Ich fahre jetzt noch zu Dennis seiner Oma, gell, Schätzle? Dennis kommt nicht mit, der bleibt bei Maria, die schläft, zeig mal. Der Horne schläft sie. Und ich fahre zu deiner Oma, weil ich hole. Was hole ich ab? Woher weißt du Ich hole mal ihr Taufkleid ab. Das hat sie uns fertig genäht. Das habe ich euch im vorletzten Vlog erzählt. Oh, ich bin so gespannt. Ich hoffe, es passt gut. Das probieren wir morgen an. Ja. Auf jeden Fall bringe ich Toffifees mit. Da werden sie sich freuen. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Dennis zieht gerade die Malia aus. Wir waren eine Runde spazieren, gell, Schätzle? Hey, da guckt jemand hervor. Und das hat die Oma wieder vom Dennis genäht. Das Oberteil und die Hose. Und ich habe das Taufkleid. Ich zeige euch das Taufkleid mal. Das hier ist übrigens alles für meinen Flohmarkt, den ich geplant habe, beziehungsweise wir geplant haben. Das ist das Taufkleid und es sitzt perfekt. Also Malia darf jetzt auch tatsächlich nicht mehr zunehmen. Bis nächste Woche Sonntag. So, so schön. Genau nach meinen Vorstellungen. Die Oma von Dennis hat es ja genäht. Richtig toll. Ich lieb's. Jetzt ist auch das Bällebad angekommen. Ins Bädle. Oh Gott, das ist ja riesig. Mit rein. Ah, meine, warte. Warte. Nein, nein, nein. Alia ist in ihrem Bälleparadies. Zeig mal den Ball. Oh mein, der ist ganz brav und steht hier. Wow, Schatz, toll! Jetzt sind wir im Bällebad.
sind wir zusammen im Bällebad. Ich wollte euch mal zeigen, was gerade angekommen ist. Also das Taufkleid habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Das ist Malias Taufkleid. Das hat die Oma vom Dennis genäht. Die Spitze habe ich ja von der Bridal Boutique und den Tüll auch. Und ja, das hat sie für Malia für die Taufe am Sonntag genäht. Und das hier habe ich bei Amazon bestellt. Ich wollte unbedingt hier für die Tür hinten in ihrem Kinderzimmer schöne Haken. Die hat jetzt, glaube ich, so 16 € gekostet. Ich verlinke die euch einfach mal. Und die Taufkerze ist angekommen. Ich habe mit der Kartenmacherei eigene Taufkerzen erstellen dürfen. Das muss ich euch erstmal ein bisschen erklären. Und zwar habe ich bei der Kartenmacherei Einladungskartenmuster bestellt damals und fand ein Muster richtig, richtig toll. Aber dafür gab es keine Menükarten, keine Namensschilder passend dazu. Und Taufkerzen hatte die Kartenmacherei nicht, aber Hochzeitskerzen, habe ich gesehen, hatte die Kartenmacherei. Und dann habe ich die Kartenmacherei einfach gefragt, ob sie Lust haben, mit mir eine komplette Kollektion zu designen. Hey, Schatz! Und das hatten sie dann und ich durfte die Taufkerze komplett selbst designen. Ich nehme mal kurz mal hier hoch, oder? Nee, sie ist beschäftigt, da ist sie. Und ich durfte die Taufkerze komplett selbst designen und habe mich dafür entschieden, dass das Muster, welches auch auf der Einladungskarte ist, also hier die Taube und die wunderschönen Glöckchenblumen hier, dass die auf die Kerze kommen. Und zwar einmal rundherum wollte ich es haben, dann ein schönes Kreuz, ihr Name, das Datum der Taufe und den Taufspruch. Richtig, richtig schön. Ich zeige euch einfach mal jetzt die Einladungskarten. Das hier war das Muster, das ich damals erstellt hatte. Und nach diesem Muster habe ich gedacht, komm, ich frage einfach mal nach. Und ich mag dieses Format einfach ein bisschen mehr und habe das dann rund anordnen lassen. Richtig, richtig schön. Ich liebe die Karte und auch so wird die Blumendeko sein in Flieder und alles Mögliche. Ja, darauf könnt ihr euch auch schon freuen und ich freue mich auch schon mega. Es war bei seinem Lieblingsmetzger und zwar ist es der Meier. Oha, mit 4a. Meier. Da gibt es immer ganz leckere Sachen und Malia kriegt jetzt eine Leona. Und Mama kriegt auch eine Leona. Danke. Guck mal, erst Mama. Ey. Brutal. Helles Brötchen. Ja. Malia, schmeckt die Leona? Hm? Schmeckt die Leona? Mmh. Dieser Vlog wird echt ein Vlog mit Unpacking. Das hier ist ein neuer Teppich, gell Malia? Denn der hier war eigentlich seit einem Jahr fast nur eine Notlösung. Das war der Teppich aus unserem Ankleidezimmer. Aus unserem Ankleidezimmer der Teppich, weil unser beiger Teppich einfach so dreckig war und ich ihn auch nicht gereinigt bekommen habe. Dadurch, dass der Milo ja immer von draußen reinkommt und sich da hinlegt. Ja, jetzt habe ich einen Teppich bei Zara bestellt. Der erste Teppich von Zara. Der ist ein bisschen gemustert. Ich hoffe, dann fällt es nicht so auf, wenn er ein bisschen dreckig wird. Weil hier die Schere ist nichts für dich. So. Also von der Farbe her hatte ich ihn mir ein bisschen intensiver und ein bisschen anders erforscht gestellt vom Muster. Aber ich muss sagen, zu unseren grauen Fliesen passt ja doch ganz gut, oder? Was meint ihr zwei? Sollen wir den behalten, Milo? Ich ändere das jetzt mal hier um und dann sehen wir. Opa. Ich habe mal die ja in die Trage genommen und werde jetzt ein bisschen den Haushalt trocken. Also ich finde das Ergebnis eigentlich schon ganz cool von dem Teppich. Nur überlege ich jetzt einen neuen Tisch zu holen, vielleicht einen schwarzen, damit das ein bisschen Kontrast hat. Was meint ihr? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, und jetzt geht's los. Ich staubsauge und räume ein bisschen auf.
Also Katrin findet, ich sollte den Teppich zurückschicken. Ja, ich bin auch nicht so sicher. Auch hier sieht man, dass der gar nicht so gut verarbeitet ist und der kostet 200 Euro. Ah, das geht weg. Das kann man rausziehen, Katrin, das da. Ja. Aber es geht ihr eher um die Farbe. Meine Küche. Katrin kocht mit Malia. Ja. Sieht sehr produktiv aus hier. Mitmachen kann. Nee. So, ich habe mich um die Pilze gekümmert. Katrin hat mich jetzt alles andere gemacht. Nee. Doch, sag das nicht immer. Okay. Jetzt soll ich die Reise holen. Ja. Sieht voll lecker aus. Und zwar kommt jetzt deine Paprika rein, Pak Choi kommt noch rein und der Reis kocht im Thermomix und dann geht es rucki-zucki, oder? Ja. Rucki-zucki. Das ist das fertige Essen, das Katrin uns angerichtet hat und das lassen wir uns jetzt schmecken. Dennis müsste auch gleich kommen. Hallo Dennis. Der Dennis macht mal hier ihr Abendbrei und bringt sie dann auch ins Bett, oder Schätzle? Hallo. Na, ich lasse auf dem Boden schlafen. Alles klar, bis später. Ciao. Adieu. Wir sind jetzt so spontan in Bräuninger gefahren, Bräuninger Ludwigsburg, weil die haben da einen Ballonladen und Katrin braucht für ihr Bild Ballons. Genau. Meine ist auch dabei. Hallo, Weili. Jetzt können wir aussteigen. Dennis probiert gerade seinen Anzug an, eventuell für die Taufe. Und das Hemd darunter, da ist er sich noch nicht so ganz sicher. Aber ich finde es mega schön, Schatz. Ja, das Hemd ist schon schön, Muster, aber wie gesagt, die Struktur vom Hemd an sich, der Stoff ist so... Also ich finde, du müsstest nicht mal dieses Sakko anziehen. Wie? Ohne Sakko finde ich sogar richtig schön. Wie viel Grad haben wir? 25? Ja, ist zu kalt. Voll schön. Einen wundervollen guten Morgen. Heute ist der Tag vor der Taufe. Ich gehe jetzt in die Kirche mit Katrin und wir dekorieren schon mal. Also wir haben nur so Kerzen und ein Gesteck von der lieben Patricia von Blume Exklusiv. Richtig toll, die wird auch morgen die Deko machen in der Location. Und ja, jetzt gehen wir mal los. Katrin hilft uns. Vielen Dank. Das sind die Kerzen, die kommen in die Kirche. Das Große machen wir nochmal. Fahren wir nochmal. Dennis hat Malia zum Schlafen gebracht. Er trägt sie immer durch die Wohnung. Es ist wieder was angekommen für die Taufe. Das habe ich kurz vor knapp bestellt bei Etsy. Hör mir mal zu, heißt der Shop. Und das hier ist ein personalisiertes Taufbuch, also für die Gästebuch mit Fragen drin. Ich fand es voll schön mit Fragen. Dann weiß man, was man schreiben kann. Und zwar steht hier meine Taufe. Einmal alles getauft wurde ich von. Das sind meine Taufpaten, Taufspruch. Und dann habe ich ein paar Seiten zu viel bestellt. Ich glaube, die wenigeren Seiten hätten gereicht. Aber gut, dann ist es halt leer. So, jetzt ist schon wieder die Taufe rum. Ich habe euch ein bisschen davor mitgenommen, ein bisschen gevloggt. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog. Tschüss.